10 zu behandeln. Und diesen rufe ich jetzt auf: Förderung von Angeboten nach fachförderrichtlichen Sozialamt vom 19. Oktober 2009 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020. Wir steigen hier in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Drews. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Eigentlich hatte ich ja die Hoffnung, dass wir über dieses Thema gar nicht unbedingt im Stadtrat debattieren müssen, weil eigentlich ist es ja Tradition, dass die Fördervorlage des Sozialamtes für die Doppelhaushaltsförderung der sozialen Projekte im Ausschuss entschieden wird. Genauso wie das auch bei der Kulturförderung ist und bei der Jugendhilfeförderung, dass das nicht durch den Stadtrat geht, sondern die jeweiligen Fachausschüsse da abschließend sich mit beschäftigen und dort ihre Zuständigkeit haben. Das ist diesmal leider nicht der Fall und der einzige Grund, den es dafür gibt, ist, dass die CDU im Ausschuss sauer war, dass sie keine Mehrheit für ihre Vorstellungen hatte und es deswegen dann in den Stadtrat gehoben hat, sodass wir uns heute hier nochmal damit beschäftigen müssen. Das ist dann jetzt schon das zweite Mal, dass die sozialen Träger in Dresden von der CDU hängen gelassen werden. Wir haben schon alleine durch die Hebung in den Stadtrat einen Verzug dieser Förderentscheidung um 2 Wochen, was bedeutet, dass die Bescheide später kommen, dass länger Unsicherheit bei den sozialen Trägern besteht. Und wenn ich mir so das Abstimmungsverhalten bei der Tagesordnung heute angeschaut habe, dann hat die CDU sogar dagegen gestimmt, diesen Punkt nach vorne zu ziehen, um so sicherzustellen, dass wir ihn auf jeden Fall heute schaffen, um uns nicht noch mehr Verzögerung einzuhandeln. Dabei ist für so einen Verein, der soziale Arbeit macht, ist schon ein Problem, wenn erst Ende März frühestens die Fördermittelbescheide kommen, weil in dieser Zeit die Personalkosten und die Mietkosten und die Fixkosten natürlich weiterlaufen, man den Verein jetzt nie einfach mal für 3 Monate zumachen kann, die Menschen in unserer Stadt natürlich auch darauf angewiesen sind, dass unsere helfenden Vereine in der Altenhilfe, in der Wohnungslosenhilfe, in vielen anderen Bereichen weiterarbeiten. Aber inhaltlich zu der Vorlage, wir haben es hiermit mit der Grundlage für die soziale Arbeit in Dresden zu tun. Das ist die zentrale Fachförderung für den sozialen Bereich. Da wird die Förderung für die Altenhilfe drin geregelt, die Beratungs- und Begegnungsstätten. Da wird die Wohnungsnotfallhilfe geregelt, das Thema Gleichstellung, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderung und all die Beratungskontakt- und Begegnungsstellen, die wir in diesen Themenbereichen haben, sind hier inhaltlich umfasst. Auch bei dieser Vorlage merken wir mal wieder, dass der Haushaltsbeschluss, der Ende letzten Jahres getroffen wurde, zu spüren ist, denn selbst die Verwaltung hat festgestellt, dass hier in dem Bereich der Förderung der freien Träger im Sozialen 310.000 Euro fehlen, die nicht in dem Haushaltstopf drin sind, obwohl es fachlich sinnvoll wäre, diese Förderung vorzunehmen. Und wir haben das sowohl in den Haushaltsverhandlungen im Dezember im Finanzausschuss beantragt, unter anderem diese Mittel für den Sozialbereich zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Wir haben das im Januar nochmal im Stadtrat getan, mittels separatem Antrag. Und die Verantwortung, warum das alles nicht beschlossen wurde, trägt nach wie vor die konservative Seite. Jetzt ist sogar zu hören, im Kontext dieser Vorlage will die CDU heute noch einen Schritt weitergehen. Sie will die Rücklaufmittel, die immer wieder in einzelnen Projekten übrig bleiben, dem Sozialbereich entziehen, indem der Beschlusspunkt aus der Vorlage, dass diese Rückmittel wieder in diesen Topf fließen, um vielleicht mehr Bedarf in anderen Projekten auszugleichen, nicht zurückfließen, sondern eben in den Allgemeinhaushalt gehen. Sie will die Förderung für das neue Teilhabechancengesetz, was auch in dieser Vorlage drin steht, rausstreichen und damit verhindern, dass Arbeitsmarktintegrationsprojekte von über 300 Menschen in unserer Stadt finanziert werden können. Und sie will das bereits beschlossene und seit Mitte letzten Jahres arbeitende Eltern-Kind-Büro direkt einfach mal wieder schließen. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie das begründet wird und warum Sie der Meinung sind, das so zu machen. Das werden wir ja dann noch hören, aber ich glaube, das Fazit ist an dieser Stelle schon relativ klar. Wer ein soziales Dresden will, muss verhindern, dass Dresden schwarz-blau wird. Vielen Dank.
FDP-Fraktion Freie Bürger verzichtet. AfD-Fraktion verzichtet. Bürgerfraktion. Dann CDU-Fraktion, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich, dass wir den Haushalt hier im Rat mit großer Mehrheit beschlossen haben, nur weil das gerne mal wieder einige in Segmenten vergessen. Zur heutigen Vorlage, die ja nun sehr wohl in großem Maße soziale Themen betrifft. Wir als CDU-Fraktion werden den Punkten 1 bis 3 vollumfänglich zustimmen. Was steht in den Punkten 1 bis 3 drin? Dass also alle Maßnahmen, die in der entsprechenden Anlage drin sind, eine Zweijahresförderung für den Haushalt 19/20 bekommen, beschlossen werden. Das ist eine Riesenmenge von Maßnahmen, also uns dann soziale Kälte oder anderes vorzuwerfen, geht einfach fehl. Hier ist auch nochmal untersetzt, gerade besonders im Haushaltsjahr 2019, dass beispielsweise die Förderung der freien Wohlfahrtspflege entsprechend mit 5,9 Millionen beschlossen wird. Auch weiterhingehend, wenn Sie sich das anschauen, die Förderung von Betreuungsleistungen in Höhe von 21.800 Euro erfolgt, auch ebenfalls gemäß Anlage 3. Und so geht das entsprechend weiter und im Jahr 2020, entsprechend Punkt 3, werden weitere Punkte und weitere Förderungen entsprechend beschlossen. Der Punkt 4, was der Kollege gerade angesprochen hat, liegt nicht daran, dass wir das, oder der Grund liegt nicht daran allgemein, dass wir das im Haushalt haben wollen, sondern wir möchten, dass wir als Rat und auch als Sozialausschuss entsprechend integriert werden, wenn es frei werdende Mittel gibt, dass wir darüber befinden können. Denn hier steht eindeutig drin, dass unterjährige Förderungen dann erfolgen können und wir dann im Nachgang darüber informiert werden. Das möchten wir nicht. Es geht also nicht um die Projekte per se, sondern es geht einfach darum, dass uns hier zu kurz kommt, dass einfach Projekte, die wir gar nicht beeinflussen können, die dann vom Sozialamt oder von der entsprechenden Bürgermeisterin beschlossen werden, dass wir eben zu wenig dort einbezogen werden. Der Punkt 6, das gebe ich zu, der tut uns ein bisschen weh. Wir haben leider noch keinen Weg gefunden, diesen Punkt herauszunehmen, weil wir sehr wohl sehen, dass entsprechend hier dieses Projekt, zumindest in den ersten Monaten, es gibt es ja erst wenige Monate, durchaus erste Erfolge zeitigen kann. Wir haben uns gerade auch noch mal hier interfraktionell verständigt, dass wir diesen Punkt noch mal aufnehmen wollen. Leider gibt es bis jetzt noch keine Regelung, dass wir das hier herauslösen können, vielleicht noch mal gesondert, beispielsweise im Sozialausschuss und entsprechend in anderen Ausschüssen behandeln können. Insofern 1 bis 3 Zustimmung der CDU, 4 bis 6 Ablehnung. Vielen Dank. Das bedeutet also, dass wir dann punktweise in diesen beiden Blöcken abstimmen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Frau Barkow. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Wir entscheiden jetzt hier heute über die Förderung von knapp 100 Projekten, die bei 60 Trägern angesiedelt werden. Die Bereiche spiegeln die ganze Bandbreite des Sozialamtes wider. Es wurde schon genannt von Pflegebedürftigkeit, Älteren, Begegnungsstätten, Behindertenhilfen, Arbeitslosen etc. Erstmal ganz grundsätzlich kann man hier sagen, die Vorlage ist auf jeden Fall sehr gut und verdeutlicht, dass in den letzten Jahren auf diesem Themengebiet, nämlich dem Sozialen, ein Schwerpunkt gelegt wurde und dass diesen Angeboten und den Trägern, die diese Angebote ausführen, ein ganz klarer Bedeutungsgewinn zugesprochen wurde. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Förderungen aussahen in den letzten Jahren, die Förderung im Jahr 2015 umfasste für die freie Wohlfahrtspflege 3,4 Millionen Euro, im Jahr 2017 waren es 4,2 Millionen Euro, jetzt haben wir hier 5,9 Millionen Euro in der Vorlage stehen. Das ist, denke ich, eine sehr gute Entwicklung, denn die Mittelaufstockung in diesem Bereich spiegelt die Bedarfe wider. Wir sind eine wachsende Stadt, entsprechend wachsen natürlich auch die Bedarfe und die Bevölkerungsgruppen, die Angebote wahrnehmen.
Die Mittelaufstockung resultiert aber auch daraus, dass kontinuierlich Verbesserungen stattgefunden haben, ein Ausbau stattgefunden hat und eben Anpassungen vorgenommen wurden. Und, das möchte ich hier nochmal betonen und hervorheben, es resultiert auch daher, dass Tarifanpassungen jetzt einfach schon von Anfang an mit drin sind. Ich erinnere mich nämlich noch ans Jahr 2015, da hatten wir hier nochmal einen Extrabeschluss fassen müssen, dass damals waren es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seniorenberatungs- und Begegnungsstätten, dass die eine Tarifanpassung erhalten. Die waren nämlich bis dato auf dem Stand von vor 4 Jahren einfach eingefroren und nur weil die sich an uns gewandt haben, konnte man das nachträglich noch korrigieren. Ich bin sehr froh, dass das jetzt von der Verwaltung einfach automatisch hier eingepreist ist und wird, dass die Beschäftigten bei den Trägern auch anständige Arbeitsverhältnisse haben. Und ebenfalls positiv hervorheben möchte ich die Mehrjahresförderung. Die steht jetzt einfach hier drin. Das war bei dem letzten Mal so, vor 2 Jahren schon, davor war es noch nicht so. Auch das ist erst gelungen auf einen Stadtratsbeschluss hin. Und auch das sichert natürlich eine bessere Arbeit für die Träger, denn diese Antragsbürokratie ist auf beiden Seiten sehr belastend. Ich möchte nochmal auf die Punkte 4, 5 und 6 eingehen. Wir haben, beginnen möchte ich mit dem Punkt 6, da geht es um das Eltern-Kind-Büro. Das ist ein Projekt und ein Bedarf, der bisher noch nicht abgedeckt wird in der Stadt. Und 2017 haben wir das mehrheitlich beschlossen und in die Förderung durch die Stadt aufgenommen und wollten modellhaft probieren, ob denn dieses Angebot nicht auch eins ist, was sehr gut sich in die Angebotslandschaft einfügt, dass mich Eltern mit kleinen Kindern, die noch nicht in der Betreuung sind, nicht oder nicht mehr oder wie auch immer, dass die die Möglichkeit haben, gemeinsam sich die Betreuung und einen Arbeitsplatz zu teilen, um dort Bewerbungen zu schreiben, um dort, weiß ich nicht mal, die E-Mails zu checken und Ähnliches. Also hier auf jeden Fall auch ein Projekt für Familienfreundlichkeit und auch in gewissermaßen präventiv, dass junge Eltern hier vielleicht die Jobsuche hinkriegen und dann im Nachgang, wenn das Kind in der Kita ist, sich nicht erst auf den Weg machen müssen und die ersten Monate arbeitslos sind, sondern das vielleicht von hier aus gelingt. Dieses Projekt, das hatte einige Hürden, hat sich im Endeffekt erst im September letzten Jahres etablieren können. Es gibt hier 2 Büros, die unterschiedlich agieren, eins in Gruna, eins in Prohlis. Die sind sehr gut angelaufen. Die fahren unterschiedliche Konzepte, sprechen haben ihre Arbeit ganz unterschiedlich aufgebaut, sind aber sehr gut angenommen. Und naja, seit September, das sind ja gerade erst ein paar Monate, wir haben damals ein Modellprojekt beschlossen, was in der Förderrichtlinie mit 1 Jahr bezeichnet ist. Deswegen, Herr Krüger, vielleicht gibt es ja hier noch eine Chance, dass man einfach mal probiert, das jetzt an den Start, also weiterzuführen, dass wir einfach evaluieren können, ist es ein Projekt, was sich lohnt zu fördern oder passt es eben doch nicht, dass wir hier einfach jetzt die Chance geben und es nicht sozusagen mit einem heutigen Nein direkt wieder schließen können, ohne dass es eine Wirkung entfalten konnte. Deswegen, ich möchte nochmal sehr dafür werben, dass wir das Votum aus dem Fachausschuss hier nochmal wiederholen. Im Sozialausschuss haben wir auch länger darüber diskutiert und hatten letztendlich ein positives Votum für alle 6 Punkte. Ich hoffe sehr, dass uns das heute wieder gelingt. Und abschließend möchte ich gerne noch eine Frage an die Verwaltung richten, und zwar, was genau das bedeuten würde, wenn jetzt die Punkte 4, also die unterjährige Förderung mit den rücklaufenden Mitteln, Punkt 5, das Beschäftigungsprogramm und eben Punkt 6, das Eltern-Kind-Büro, heute hier keine Zustimmung erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde habe ich noch Frau Siebenmeicher und Frau Dr. Kaufmann wird dann die Fragen übernehmen. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen, liebe Gäste. Es wurde schon gesagt, es ist höchst ungewöhnlich, dass der Stadtrat über eine Fördervorlage entscheidet, die eigentlich in einem Fachausschuss nur liegt, eben in dem Falle dem Sozialausschuss. Und wir haben heute eine Entscheidung über ganz viele verschiedene Projekte zu treffen für die Jahre 2019-20. Es sind Angebote für Seniorinnen, Senioren, für Pflegebedürftige, für behinderte Menschen, für Selbsthilfe von behinderten Menschen, Hospizarbeit, Angebote für Migrantinnen, Migranten, Frauenschutzhäuser, Gewaltschutzprojekte, Unterstützung für Ehrenamtliche, Hilfen für Wohnungslose,
aber auch soziale Dienste wie die Bahnhofsmission, die Suppenküchen und das Sozialkaufhaus. Nach dem Beitrag oder den Worten vom Herrn Krüger wird nun ein bisschen deutlicher, warum die CDU-Fraktion diese Fördervorlage in den Stadtrat gehoben hat. Ich habe mich zunächst gewundert, weil wir haben in den Ausschüssen sehr gut miteinander beraten. Wir haben viele Fragen gestellt, wir haben viele Fragen beantwortet bekommen in der zweiten Lesung und wir waren uns im Großen und Ganzen einig, dass wir den Vorschlägen der Verwaltung folgen wollen. Zumindest kam von Ihrer Fraktion nichts Gegenteiliges. Das heißt, es gab keine Änderungsanträge, so wie ja jetzt gerade eben von Seiten der CDU-Fraktion auch angesprochen wurde. Und es gab auch keine Kürzungen oder Ähnliches, die von einer Fraktion geäußert wurden. Bis auf den einen Punkt, das war in der Tat ein kontroverses Thema, die Eltern-Kind-Büros. Aber auch hier möchte ich noch mal zu Beginn betonen, wir wollen, wenn wir uns für die Förderung von Eltern-Kind-Büros aussprechen, keinen anderen Projekten Geld wegnehmen, Geld streichen, sondern wir wollen auf Geld zurückgreifen, was wir noch in der Reserve haben im Sozialausschuss für sogenannte kurzfristige Bedarfe. Und das ist aus meiner Sicht genauso ein Fall. Ich möchte es kurz erklären. Wenn es nach dem Willen der Verwaltung geht, so sollen die Eltern-Kind-Büros in Grunau und Prohlis ein halbes Jahr nach der Eröffnung bereits wieder geschlossen werden. Es ist ein neues Projekt, das durch RGR ermöglicht wurde und es soll Eltern mit sehr kleinen Kindern dabei unterstützen, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und wer Dresden Fernsehen gesehen hat, der konnte sich ein Bild davon machen, wie das Projekt in Prohlis anläuft. Es gibt Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder vor Ort zu betreuen und sich währenddessen weiterzubilden. Das wird in Prohlis zum Beispiel viel von Frauen mit Migrationshintergrund im Moment genutzt. Während die Kinder betreut werden, bilden sie sich sprachlich und beruflich weiter, um sich auf ihr Berufsleben vorzubereiten. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle miteinander ja unter guter Integration verstehen. Und genau solche Angebote braucht es. Und davon braucht es mehr. Uns Stadtratsmitgliedern haben Bürger angeschrieben. Ich habe gesehen in dem Verteiler, dass auch andere Fraktionen dabei waren, Bürger aus Grunau, die meinten, das Projekt ist sehr wohl im Quartier vernetzt und es ist eine große Bereicherung für den Stadtteil und es gibt viele Ehrenamtliche, die sich da einbringen und genau diese Betreuung von Kindern mit unterstützen. Wir haben hier und heute aber nicht nur über das Angebot zu entscheiden, sondern über was sehr viel Grundsätzlicheres, nämlich wie wir mit Modellprojekten umgehen. Das Angebot hatte bisher keine Chance, in der Kürze der Zeit volle Wirkung zu entfalten, wie auch in einem halben Jahr. Die Büros wurden erst im August 2018 geöffnet, sind tipptopp eingerichtet und sollen nun, wenn es so kommt, wie auch die CDU angekündigt hat, dass dagegen gestimmt wird, wieder schließen. Ich habe auch im Sozialausschuss das Sozialamt deutlich dafür kritisiert, dass die Eltern-Kind-Büros nach so einer kurzen Laufzeit nun nicht als erfolgreich eingeordnet wurden. Ich plädiere an alle hier in diesem Stadtrat, dass wir diese Einschätzung heute nicht nur kritisieren, sondern auch korrigieren und dass wir die zusätzlichen Mittel bereitstellen. Die Möglichkeiten haben wir und ich glaube, wenn es weitere kurzfristige Bedarfe gibt, haben wir immer noch genug in der Rücklage. Ich habe mich vorhin noch mal vergewissert, wir reden hier von roundabout 100.000 Euro, die wir im Haushalt des Oberbürgermeisters mitbeschlossen haben, die noch zur Verfügung stehen, falls es weitere, ich sag mal, Überraschungen gibt und soziale Projekte unsere Unterstützung brauchen. Ich bitte um eine breite Unterstützung für die gesamte Fördervorlage mit den Ergänzungen, die im Sozialausschuss vorgenommen wurden und bedanke mich. Vielen Dank, Frau Siebeneicher, zu den gestellten Fragen. Frau Dr. Kaufmann. Gut, es ist ungewöhnlich, dass wir eine Fachförderrichtlinie im Stadtrat diskutieren und auch beschließen. Aber insofern erlauben Sie mir ganz kurz die Dimension zu benennen. Wir haben über 200 Projekte in dieser Fachförderrichtlinie und sie bilden im Grunde genommen die Breite der Stadtgesellschaft ab. Wir haben damit jährlich über 7 Millionen Euro zur Verfügung, insbesondere im Bereich der Seniorenhilfe aufgrund auch einer wachsenden Bevölkerungsgruppe haben wir hier um 25% nachgesteuert. Sowohl die Personal- als auch die Sachkosten steigen.
Insofern ist es richtig, dass wir weitaus mehr Geld in den Topf, was soziale Teilhabe, was Begleitung, Beratung, Beteiligung betrifft. Nun zu Ihren eigentlichen Fragen. Die Rücklaufmittel, was sind die Rücklaufmittel? Rücklaufmittel sind Mittel, die Träger, die wir fördern, nicht verwenden konnten oder können, weil Personal nicht gefunden wurde, unterjährig beispielsweise, weil eine Tagung nicht stattfand, weil eine Reparaturmaßnahme nicht mehr möglich war. Die fließen in das Sozialamt zurück und es werden 150, es werden 200 Euro an andere Träger ausgeschüttet, die eben Reparaturmaßnahmen durchführen wollen, die eine Tagung durchführen wollen, also sehr, sehr kleinteilige Maßnahmen. Insofern denke ich, ist das ein ganz normales Verwaltungshandeln. Und wir haben uns darauf im Ausschuss verständigt, dass wir im Nachgang darüber berichten, wie wir diese Gelder unterjährig in kleinsten Größen verteilen. Teilhabechancengesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein neues Regelinstrument im Sozialgesetzbuch 2. Es hat zum Ziel, Menschen, die lange Zeit erwerbslos waren, die also als Langzeit-Hartz-IV-Beziehende gelten, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Maßnahmen sehen vor, dass mithilfe von öffentlicher Förderung zumindest der Mindestlohn, aber auch Tariflöhne gezahlt werden. In den ersten 2 Jahren zu 100% und dann abschmelzend 90%, 80%, 70%. Insofern gilt es für uns als Stadt, die über 5000 Langzeitarbeitslosengeldbeziehenden, Arbeitslosengeld 2 beziehenden Langzeitarbeitslosen bestmöglich zu integrieren. Wir haben ein sehr intensives Interesse daran als Stadt, dass insbesondere soziale Träger diese Menschen begleiten. Und das bedeutet, weil diese Menschen eben einen gewissen Rucksack auf den Rücken tragen, dass sie eine besondere Begleitung, eine Anleitung benötigen. Und hierfür haben wir uns als Stadt bereit erklärt, 175 Euro beziehungsweise 200 Euro pro Person und Monat bereitzustellen, um eben insbesondere soziale Träger, Unternehmen und Vereine überhaupt erst zu befähigen, diese Menschen zu integrieren auf ihrem Weg in den ersten Arbeitsmarkt bestmöglich zu begleiten. Fällt das weg? Denke ich, so die Signale aus der Liga der Wohlfahrtsverbände, ist es für die Kolleginnen und Kollegen nicht möglich, einfach mal so nebenbei Menschen zu integrieren. Wir haben das als ganz bewussten Anreiz gesehen. Und das Geld ist im städtischen Haushalt dafür auch eingestellt. Das Eltern-Kind-Büro an 2 Standorten vertreten ist ein Modellprojekt. Modellprojekte sind dafür da und auch im Rahmen der Fachförderrichtlinie verankert, um modellhaft neue Wege zu gehen. Und ja, es ist ein neuer Weg. Und meine persönliche Meinung ist, dass innerhalb von wenigen Monaten, man kann sogar sagen Wochen, ein Modell kaum evaluierbar ist. Hier gilt es, insbesondere lokale Bedarfe abzubilden. Das Eltern-Kind-Büro auf der oder im Bereich Kruna ermöglicht es insbesondere jungen Studierenden, jungen Erwachsenen mit kleinen Kindern, sich auf ihr Studium wieder nach der Elternphase zu konzentrieren oder den Einstieg ins Berufsleben mit kleinem Kind organisiert zu bekommen. Das Büro in Prolis ermöglicht ebenfalls diesen Service, hat sich aber an dieser Stelle stark auf migrantische Bevölkerung konzentriert, die hier an dieser Stelle gemeinsam lernen, Bewerbungen schreiben, die Deutsch lernen für Kinder, für Mütter und auch für Väter, die auf dem Weg in den Arbeitsmarkt begleitet werden. Also insofern 2 modellhafte Projekte, die durchaus für die Infrastruktur in den Orten, wo sie lokalisiert sind, eine wachsende Bedeutung haben und damit auch unser Netz an Infrastruktur ergänzen.
Vielen Dank. Ein Geschäftsordnungsantrag von Herrn Donhauser. Jetzt oder unmittelbar vor der Abstimmung? Ich habe noch eine Wortmeldung. Vor der Abstimmung. Ich habe im Moment noch eine Wortmeldung von Herrn Drews. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes mal vielen Dank an Frau Dr. Kaufmann nochmal für die Ausführungen zu den Punkten. Ich glaube, da ist nochmal sehr gut deutlich geworden, was hier tatsächlich auf dem Spiel steht, beziehungsweise was hinter den Punkten steht. Ich würde es tatsächlich sehr begrüßen, wenn die CDU in der gerade beantragten Auszeit da noch mal drüber diskutiert, insbesondere bei dem Teilhabechancengesetz. Ich meine, das ist eine Initiative der aktuellen Bundesregierung, in der die ja eine große Koalition ist, wie Sie alle wissen, und mit dem wir sozusagen tatsächlich Langzeitarbeitslose, die in den letzten 7 Jahren mindestens 6 Jahre lang arbeitslos waren, wieder eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, vor allem auch auf dem ersten Arbeitsmarkt in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis geben wollen. Und ich finde, gerade das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch von städtischer Seite unterstützen sollten. Und wenn ich höre von Frau Dr. Kaufmann, dass tatsächlich mit den wenigen Mitteln, die da ja dahinter stehen, man kann es sich ja ausrechnen mit 300 Stellen mal 175 Euro Förderung, dass das keine Millionenbeträge sind, diese Stellen da irgendwie in Gefahr sind, wäre das, glaube ich, tatsächlich fatal. Ein letztes Wort wollte ich gerne noch verlieren zu dem Thema Rücklaufmittel. Ich finde die Idee oder die Vorstellung total legitim zu sagen, okay, wir wollen im Sozialausschuss daran beteiligt werden, wie die anderweitig verwendet werden, wenn die zurückfließen. Allerdings müssten Sie das dann aus meiner Sicht auch so beantragen. Wenn wir den Punkt nur streichen, heißt das aus meiner Sicht, diese Mittel fließen dem allgemeinen Haushalt zu, weil sie nämlich nicht verbrauchte Mittel sind und landen eben nicht weiterhin bei den sozialen Projekten und in der Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Und auch das empfinde ich als ein Entziehen von Geld aus sozialen Projekten, dem ich meine Zustimmung nicht geben kann. Vielen Dank. Die Rednerliste ist damit abgeschlossen. Wie beantragt, vor der Abstimmung 5 Minuten Auszeit.
So, die Auszeit ist fast beendet. So, gibt es nach der Auszeit eine neue Erkenntnis für das Abstimmungsverfahren? Herr Krüger. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, eine gute Argumentation, wenngleich auch charmant vorgebracht, kann doch nochmal dazu führen, dass wir hier nochmal einige Dinge anpassen möchten. Vielleicht trifft es dann auch auf eine breite Zustimmung. Zu dem Punkt 4. Ich denke, da könnten wir mit dem Vorschlag des Kollegen Drews, den ich jetzt mal hiermit als offiziell einbringe, leben, der da besagt, dass eben diese gegebenenfalls rücklaufenden Mittel tatsächlich im Haushalt bleiben, aber wir nicht im Ausschuss im Nachgang nur informiert werden, sondern dass wir über Projekte, auch unterjährige Projekte, dann im Sozialausschuss noch einmal entscheiden. Das würde ich hiermit als entsprechenden Antrag einbringen. Und den Punkt 5, da gibt es jetzt nichts zu ändern, diesen werden wir entsprechend jetzt zustimmen. Zu Punkt 6 bleibt unser Abstimmungsverhalten unverändert. Vielen Dank. Gut, das würde bedeuten, wir könnten die Punkte 1 bis 3 und 5 gemeinsam abstimmen, dann eine textliche Ergänzung zu Punkt 4 und dann in 6 wieder einzeln. Gut, dann rufe ich zunächst die Punkte 1 bis 3 sowie 5 des Ersetzungsantrages zur Abstimmung auf. Das ist bei 68 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen, ohne Enthaltung so bestätigt. Und jetzt hätte ich gerne noch mal einen ganz konkreten Formulierungsvorschlag für die Änderung zu Punkt 4. Im Moment heißt der letzte Satz ja, der Ausschuss für Soziales Wohnen ist im Nachgang zu informieren. Nochmal drücken. So, da stellen wir jetzt um. Ein letzter Satz heißt jetzt neu, der Ausschuss für Soziales und Wohnen entscheidet über diese Mittel erneut. So können wir es machen. Nee, da müssen wir den Satz vorher. Bitte? Da müssen wir den Satz vorher auch rein, genau. Die Entscheidung über trifft das Sozialamt, müssen wir dann. Ach so. Okay, trifft das Sozialamt im Einvernehmen mit dem Ausschuss Soziales und Wohnen? Damit hat sich's. Einvernehmen ist auch, geht technisch, ist aber auch komplizierter. Bitte? Der Ausschuss. Ja. Machen wir der Ausschuss Soziales und Wohnen und der letzte Satz wird gestrichen. Also das heißt die komplette Entscheidungsverlagerung auf den Ausschuss. Die Entscheidung über die Verteilung der Rücklaufmittel sowie der nicht abgerufenen Mittel trifft der Ausschuss für Soziales und Wohnen. Ja. Frau Dr. Kaufmann? Ja, also ich verstehe Ihre Intention. Das Grundproblem ist, wir müssen Vorlagen schreiben, die quasi einen Vorlauf von mehreren Wochen bis Monaten haben, bis sie dann die Beschlussfassung treffen, ist die geplante Tagung oder die Reparatur sozusagen schon fast verjährt. Das bedeutet, wenn wir einen Kompromiss finden, wir informieren Sie im Vorfeld, Sie nehmen zur Kenntnis, lehnen ab oder stimmen zu. Wir diskutieren also fachlich im Ausschuss und dann obliegt es dem Sozialamt die Gelder, es geht um geringe Summen, dann an die einzelnen Träger auszureichen. Ich verstehe nicht ganz, was das jetzt anders heißen soll, als wenn der Ausschuss trotzdem entscheidet. Nachher kann
Wir können die Verwaltung das machen, was der Ausschuss entschieden hat. Wir können Ihnen zur Beschlussfassung nur Vorlagen unterbreiten. Ja, da müsst ihr schnell sein. Bevor Sie eine Vorlage sehen, gibt ja, es einen nochmal, da müsst ihr schnell sein. Umlauf. Gut, aber um das jetzt glatt zu ziehen im Abstimmungsverfahren, der Änderungsantrag, der jetzt gestellt worden ist, würde bedeuten, die letzten beiden Sätze so zu fassen, die Entscheidung trifft der Ausschuss für Soziales und Wohnen. Das ist der konkrete Änderungsantrag, der gestellt ist. Den stelle ich jetzt zunächst zur Abstimmung. Das ist bei 50 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Und dann verbleibt der Beschlusspunkt 6, den ich hiermit zur Abstimmung stelle. Das ist bei 35 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Damit haben wir alle Einzelpunkte zu Tagesordnungspunkt 10 abgearbeitet.